Ja, heute so gegen kurz nach 10 wollte eine 71-jährige Smartfahrerin hier von der Obernheider Straße auf die Delmenhorster Straße einbiegen. Dabei hat sie dann leider einen herannahenden LKW übersehen, der sie in der Folge erfasst hat. Die Smartfahrerin ist in ihrem kleinen Wagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der LKW-Fahrer wurde ebenfalls verletzt, saß aber glücklicherweise höher als die Smartfahrerin. Also die Delmenhorster Straße ist ja eine Bundesstraße, deswegen ist sie natürlich vorfahrtsberechtigt. Wir können aber zum Unfallhergang noch keine weiteren Angaben machen, weil wir noch nicht gesichert wissen, ob sie rechts oder links einbiegen wollte oder was sie für Absichten hatte. Das wird sich in der Folge klären. Also wir sind hier noch mit einigen Kräften vor Ort. Die Feuerwehr wird die Straße als nächstes reinigen. Außerdem haben wir die Tatortgruppe hier im Einsatz, die jetzt im weiteren Verlauf hier Spuren sichern wird und sogenannte Phidias-Aufnahmen machen wird. Diese Aufnahmen ermöglichen uns hinterher eine genaue Unfallrekonstruktion.